So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind letzte Folge eine Stufe aufgestiegen, haben dann die Blutfliegenstachel und Blutfliegenflügel ausnehmen erlernt. Brauchen jetzt noch über 3000 Erfahrungspunkte für das nächste Level, das wird ein bisschen dauern. Sind jetzt irgendwann mal jetzt endlich mal bei Sekops Hof angelandt und mit dem Typen reden wir jetzt auch erstmal. Nee, hä? Das ist er ja nicht. Till, was bist du denn? Na, Kleiner. Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Ist ja artlich, oder was? Hast du ihr das Sagen? Nein, ich bin nur Sekops Sohn. Ja, ist klar, aber das ist der Sohn. Wenn mein alter Herr einmal nicht mehr ist, dann gehört das ganze Land, was du hier siehst, mir. Toll. Super. Oh, Till ärgern, hab ich Bock drauf. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Was willst du dagegen machen? Letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurz... Ja, ist klar, Junge. Du mit deiner Sichel da, ne? Ach du Scheiße. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Ich stelle immer die gleichen Fragen. Bevor die erstmal in Ballung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Ich muss deinen Vater sprechen. Der hat keine Zeit, aber ich bin sein Stellvertreter. Womit kann ich dir helfen? Pass mal auf, Junge. Wenn du dich deinem Vater vorstellst. Genau. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon finden. Wie du meinst. Das Problem ist, ich glaube, wenn du Till ärgerst, ich bin mir ziemlich sicher, dann ruft er nach Bronco. Wir haben gerade speichern, ne? Wir machen das mal. Warte mal. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Bin ich dafür, Freunde, wir machen weiter. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Aber wir machen nur einen kleinen Satz, oder Lass was? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Na komm, wir machen es dreimal. Passiert dann irgendwas? Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Schade, ich dachte, dann kommt irgendwie Bronco. Na gut. So. Jungens. Darf ich hier eigentlich reinlaufen oder rastet dann irgendwie die ganze Bevölkerung aus? Das ist denen scheißegal. Alles klar. So. Wisst ihr, warum ich hier reinlaufen kann? Weil hier nichts ist. Klasse. Ne, so eine Lager sind doch normalerweise eigentlich immer ein gutes Fleckchen, um ein bisschen was abzustauben, oder? Ich hab gerade irgendwie gehört, da hat sich gerade einer ist gerade irgendwie vom Schlaf aufgewacht oder hat sich gerade hingelegt. Rosi! Was ist los? Ja, ich glaube, das ist Sekop, der sich gerade hingelegt hat. Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Ey, Mädel, sprich mal lauter, ich höre dich. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst. Ja, auch nettes Pilotier. Sag mal, diese Bauernkleider... Also für die Mädels sozusagen, das ist ja schon gut, ne, muss man sagen. Was machst du hier? Gut, das gemacht, ich mich auch sehr gut. Mein Mann Sekop hatte sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Bau. Aha! Und die sagt das mir einfach so, auch geil, ne? Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihm das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Das habe ich auch letzte Folge gemerkt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Sekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Ja, was kannst du mir denn anbieten? Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Was hast du denn? Du hast einfach mal einen Knochenbogen, Rosi. Schön. Alter Schwede, 125 Schaden macht der? Nur mal so, unser Bogen macht, glaube ich, 30. Ne, nur, dass ihr mal so einen Vergleichswert habt. Pfeile hast du, sehr gut. Da, ja, genau, so ein Kurzbogen. Ulmenbogen macht 50. Könnten wir aber auch noch nicht anziehen, weil wir haben, glaube ich, nur 34 Geschicklichkeit. Ja, warte mal. Pfeile wäre gut. So, dafür gebe ich dir Bolzen. Ist doch ein Tausch, oder? Scheiße. Genau. Nicht zu viel. So, ein paar Bolzen. Barriere. Ey, wir kennen doch die Barriere. Wie kommen wir da her?
Diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Also manchmal haben wir Fragen drauf, Freunde. Viele Bauern und Arbeiter, die sich komisch. Damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Ja, wundervoll. Ergreifende Warum Geschichte. Greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg. Und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Das Geile ist, habt ihr mal gerade den Ablauf mitbekommen? Ona weiß, dass Milizen hier in der Nähe sind. Kommt zu den Typen her, beziehungsweise schickt irgendeinen Boten, der sagt, ey, wisst ihr was, Milizen sind hier in der Gegend. Dann sagen die, ey, na dann könntest du doch ein paar Söldner doch für uns doch irgendwie holen. Frag mal Ona. Dann läuft der Typ wieder zurück oder die schicken sogar einen eigenen Boten. Der sagt dann, ey, Ona, wisst ihr was, du hast mir da aufgetragen oder hier einen Kumpel von uns hier aufgetragen, dass da Milizen sind bei Seglopshof. Könntest du ein paar Söldner abstellen? Dann sagt er, okay. Ne? Und dann kommen die Söldner her. Statt am Anfang von vornherein die Söldner zu schicken. Jungs, das ist das Problem, Freunde, ne, mit den Leuten. Das ist eine zu lange Informationskette. Einfach direkt Söldner schicken, fertig. Da würden die auch nicht überfallen werden. Oder einfach ein paar Söldner abstellen. Ich meine, das wäre die zweite Sache, aber... Du, Jungs, also wenn mit meinem Bauernhof wäre, du, da würde ich auch was anderes machen. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Da würde ich mal ganz anderes Lüftchen würde hier wehen. Ich habe immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der... Ja, ich weiß, wo der ist. Nein. Wie komme ich zu Benga? Ich weiß, sprich mal mit Ball. Ja, halt er kann dir sicher... So. Was kannst du mir... Ach, haben wir ja schon gehabt. Ja, ja, okay. So, halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Mensch, die Rosi, du. Eine richtig nette, süße Mensch, Braut, so. Süße, nette Mensch, du. Hätten sie den nächsten Feldräuber? Ich dachte, wir kriegen hier irgendwie einen Quest, so wie ein, ja, töte ein paar Feldräuber oder irgendwie sowas. Wir brauchen Erfahrungspunkte, Jungs, wir brauchen die Quest. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal! Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Alles klar. Also richtig Bock hat der nicht mit uns zu sprechen. Dann machen wir es folgendermaßen. Also, wir können ja die Hütte natürlich, die habt ihr ja gesehen, wir waren ja mindestens eine Truhe, glaube ich, neben Rosi, das wird dann relativ schwer. Aber die andere Truhe war ja bei Seetop und der pennt ja eine Runde. Das heißt, wir können dann auf jede Fälle da mal ein bisschen stibitzen gehen. Was wir am Anfang jetzt erstmal machen, sind natürlich ein paar Feldräuber platt machen. Das sind da hinten so eine Art Nebel. Wir können jetzt wieder ein paar Pfeile verballern. Machen es auch wirklich, ne? Also. Goblin-Skelett. Goblin-Skelett, Freunde. Also es gibt ja Goblins, Freunde. Die kennt ihr ja. Dann gibt es schwarze Goblins, die sind auch schon krank drauf. Goblin-Skelette sind dann nochmal so ein Müh drauf. Mehrere, weil das Problem bei Goblins sind immer mehrere. Aha, 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 nicht gut. Ja, nicht gut, Freunde, sag ich euch jetzt schon mal, gar nicht gut. So, also hinter Seetops Hof, jetzt mal ohne Witz, der hat jetzt irgendwie rumgeheult, oder beziehungsweise alle heulen hier rum mit irgendwelchen Milizen. Junge, 20 Meter hinter deinem Hof sind Goblin-Skelette. Die von hier aus so da sehen? Da hätte ich ja persönlich eher Probleme mit. So, sneaky, sneaky, Freunde. Da sind wir wieder am Start. Ding ist, Rosi... Hier ist noch ein zweites Bett, ne? Also Rosi wird wahrscheinlich ja auch irgendwann pennen gehen. Aber...
Rechts, links, links, nochmal rechts. Oh, meine Fresse. Nochmal rechts. Sehr gut. Und links jetzt. Fuck. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Alter Schwede, ist eine Truhe. Und das für 19 Pfeile und 20 Gold. Immerhin. Sind wir ehrlich, Freunde. Immerhin. So. Oh. Geil. Habt ihr gesehen, den Till? Das ist aber ein Wachposten, du. Da hat er recht schön drauf. So, die Frage ist, da ist Rosi immer noch rechts? Ja. Jetzt mal ohne Witz. Könnte ich theoretisch, weil die beide ja nicht zu mir gucken, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Alles klar. Aber Rosi hätte nichts gemerkt, du. Die ist mit Kochen beschäftigt. Ist auch richtig so. Ja. Wenn du kochst, darfst du nicht weggehen, Freunde. Halt schon ein paar Mal gehabt. Ne, willst du irgendwie eine Nudel, setzt ein Nudelwasser auf, gehst weg. Ja. Was mir auch gern passiert, ist Reis. Bei Reis, Freunde. Ne, weil dann hast du vielleicht nicht unbedingt so getimed, dass die Nudel, dass das Wasser genug ausreicht. Und dann hast du irgendwann den Reis, der anbrennt. Ungünstig. Und Reis dauert ja immer so 12, 15 Minuten oder so. Seekorb. Ach, siehst du, ich hätte noch nicht mal schleichen müssen. Der Typ ist ja sowieso total... Der ist ja richtig weggetreten. Wahrscheinlich trinkt er jeden Tag. Holt sich dann richtig auch vor die Hütte. So, also Seekorb und so können wir nicht machen. So, da wären übrigens die Dinger gewesen. Sehen wir jetzt im Helden mal die Doppelstilette? Da hinten ist eins, ja, ja. Okay, also Jungs, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. So, die ganzen Mädels gehen auch auf die Arbeit. Oder zur Arbeit. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Till ärgern. Till ärgern wäre auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ich würde ja so ein bisschen in den Wald gehen, wenn ich nicht nur... Wenn ich nicht so richtig schlecht wäre, weißt du? Wir sind halt irgendwie noch... Waage! Alter, Seekorps Hof ist ja hier mal richtig voll... Von sonst so was. Waage sind hier auch noch. Ja, was ich halt gerne haben möchte, sind die Blutfliegen. Okay. Mal uns da hinten übrigens. Das waren die Goblinsklette mit einem Feldräuber. Und der Feldräuber hat nicht lange überlebt, ne? Wenn ihr überlebt, wie lange wir für den Feldräuber brauchen. Da wären dann die nächsten. Das Problem ist, da sind irgendwelche Wale in der Nähe. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Bei Gothic ist es halt wirklich so, du musst halt gucken, in welche Bereiche du schon vorlaufen kannst. Und wo du einfach... Ich meine, Wale, Freunde. Wisst ihr, wie schwer Wale sind? Das sind nicht Wölfe, das sind Wale. Das sind sozusagen... Das sind nicht mal große Wölfe, das sind... Ne? Schatten... Ja, stellt euch ein bisschen... Sind ein bisschen schlechter als ein Schattenläufer. Dein Motto, da hinten sind wieder Feldräuber, okay. Brauchen wir jetzt immer noch Pfeile, ne? Also die paar Pfeile, die wir uns jetzt geholt haben. Griff! Jetzt aber mit Pfeil und Bogen macht's mir echt Bock. Da ist nichts zu holen. So, hier in dem Wald, da müssten jetzt eigentlich ein paar Wagen. Also, jetzt müssen wir eigentlich. Oh, Scavenger sind nice. Scavenger sind super nice. Kriegen wir auf viele Fälle hin. Also, richtig, dieses Feldräuber-Problem. Also, eine Quest dafür haben wir noch nicht bekommen. Und wir haben eigentlich mit allen geredet, ne? Im Grunde genommen. Also, die können wir auf jeden Fall allen noch platt machen. Wir machen erstmal die Feldräuber. Oh. Barbara, Bronco. Feldräuber. Ach, ätzend. Ätzend, Freunde. Nehmen wir mal erstmal auf die Scavenger. Ich glaube, Scavenger haben wir doch mit einem Schuss platt gemacht, oder? Spinn ich. Problem ist, da hinten kommt ein Wolf. Nein! Nein, Wolf! Was tust du? Du nimmst mir meine Erfahrungspunkte weg. Rennen die da. Ja, rennt am besten zu den Goblin-Skeletten noch. Wirklich? Dann
bitte nicht, bitte nicht. Wolf! Ey, triff doch mal bitte. Ah, jetzt. Ey, wie viele Pfeile wir ständig verbrauchen, aber dann machen wir anscheinend einen Volltreffer oder was? Oh, Zähne können wir vom Wölfen jetzt auch noch ausnehmen. Sehr gut. Problem ist, irgendwo waren da jetzt hier Waage oder sowas, ne? Da sind Waage. Okay, machen wir mal Alterns ruhig. Das Problem ist, jetzt haben wir die beiden Stamina da, glaube ich, nicht bekommen. Kann sein, dass die wieder zurücklaufen. Irgendwann. Kann auch sein, dass die von den Wagen, weil ich meine, Wale sind ungefähr genauso wie Wölfe, ja, die haben auch Bock auf Fleisch, dass die dann von denen platt gemacht werden und dann sitzt du halt auch doof da. Ja, hier war eigentlich eine Scavenger-Leiche. Schön. Nö, die ist dann auch weg. Sehr gut, Freunde. Läuft bei uns auf jeden Fall. Schönes Wälder sind halt an sich eigentlich ziemlich geil. Ja, du erkundest immer so ein bisschen was. Wir treffen nichts übrigens. Also wir brauchen entweder 1000 Pfeile oder aber wir müssen echt warten, bis das Vieh ganz nah bei uns dran ist und haben dann eine Chance. Wir können natürlich auch mal wieder ein bisschen mit dem Schwert kämpfen, ne? Fällt mir gerade auf, damit wir mal ein paar Pfeile sparen, weil, Jungs, so richtig viele haben wir nicht. Sind wir mit dem Schwert so stark? Ich weiß das gar nicht. So richtig nicht. Ja, der andere Felder kommt gleich an. Andere Feldräuber. Ja, easy, Junge! Ihr seht, ich mache eigentlich nur die nach vorne und nach rechts Kombination. Das ist eigentlich eine ganz gute, also generell eine ganz gute Kombi. Nichts zu plündern. So, ein bisschen Schaden haben wir bekommen. So ist das halt dann mal. Ja, wir brauchen wieder, keine Ahnung wie viel. Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Fleisch ein. Ihr seht ja selbst, wir können uns noch 42 mal gebratenes Fleisch herstellen. Da müssen wir jetzt eigentlich, ach komm, immer noch einen Dunkelpilz hier. Perfekt. So, da müssen wir jetzt nicht klausrig sein, Freunde. Einfach Rinder mit und fertig. Die Scavenger sind noch nicht wieder zurück, ne? Wenn die überhaupt wieder zurückkommen. Ist so ein bisschen die Frage. So, die nächsten Feldräuber. Also, das wird wahrscheinlich eine Folge, wo wir wenig quatschen. Also, wenig mit Leuten quatschen, sondern eher mehr umbringen. Seht ihr da im Hintergrund eigentlich diesen Turm? Na, komm mal her, mein Junge. Da müssen wir hin. Da ist dann... Ich habe jetzt mal einen rausgelockt, damit wir einfach nicht so viel Schaden kriegen, ne? Also wenn wir jetzt den 2 oder sowas oder den ganz 3 oder so kämpfen müssen. Dann kriegen wir trotzdem, wir waren anscheinend einfach nicht gut kämpfen. Ja, der andere wird uns jetzt auch gleich noch angreifen, genau. Haben wir zum Glück verhindert. So, wir die untere Verteidigung annehmen, damit haben wir eine bessere Reichweite. Da fühle ich den Schlag nicht richtig aus, Freunde. Also quasi dann jetzt zum Beispiel im falschen Moment. So, und jetzt können wir so platt machen. Komm her. Da gibt's aufs Fressbrett. Den kann man ja immer richtig verschissen. Hätten sie denn noch mehr Bauern? Also das war jetzt nicht unsere Sternstunde hier beim Kämpfen, Freunde. Das war nicht besonders gut. Scheißen wir drauf. Oh. Heilkraut und Lederbeutel. Nimm wir mit. Freunde, nimm wir mit. So, wir haben noch einen Trank frei. Und dann hauen wir uns, glaube ich, einfach noch ein gebratenes Fleisch rein und fertig. So, der Witz sind, wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Sind aber schon wieder 20 Minuten um. Das ist halt bei Gossip leider manchmal der Fall. Ich würde aber gern trotzdem noch mit den beiden Typen da reden. Vielleicht... die ja irgendwie Namen oder sowas. So, ah ja, da ist Sentenza übrigens, Freunde. Seht ihr den Typen, der Rattenkäse isst? Das ist Sentenza. Dann machen wir nächste Folge. Ach, Bauer und Bäuerin, alles klar. Und wer übt da? Da ist noch einer, der übt sogar. Da liegt noch was rum.
Warte. Da, ah, da ist. Ach, guck mal hier. Da ist unser Piratenfreund hier. Drake oder was? Ach, wisst ihr. Supi. Nochmal ein Degen. Also, irgendwann müssen wir auch mal irgendwie alles Mögliche verkaufen, was wir hier irgendwie mal ansammeln. Dann können wir uns nämlich noch also die Waffe irgendwann kaufen. Das wäre super. Das habe ich, wie gesagt, noch nie geschafft im ersten Kapitel. Und dann nachher ist sie weg. Das ist das Problem daran. So, da ist Tippi. Eine Frage. Und zwar, also wir haben ja, glaube ich, wie viel haben wir denn überhaupt schon? Wie viel Krempel von ihm? Weiß das gar nicht mehr. Die Frage ist ja, wir haben ja hier irgendwo mal ein Questbuch, ne? Genau. Das waren, glaube ich, 4 Sachen, ne? Die wir irgendwie von Skippy untersuchen sollen, beziehungsweise rumhacken sollen auf dem Boden. Wie heißt denn das? Die Schnorme, Respekt für Lehre, den Crew, Dragomirs, Händlerüberfall, Experiment, meine Fresse, dein Gesicht. Wo ist denn bitte? Der Mann mit der Augenklappe? Hier, es gibt noch ein Bärstellen. Okay, an denen er etwas vergraben hat. Erstens, auf der kleinen Insel im See mit den 2 Wasserfällen haben wir nicht. Zweitens, oben auf dem Weinplateau hinter dem Bauernhof. Das haben wir. Drittens, neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Haben wir das schon gehabt? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob dann Lurker uns das versperrt hat oder nicht. Aber ich glaube fast, wir haben es. Viertens, in dem Talkessel unter der Treppe von den Feldern des Großbauern vom Weinplateau zu denen des Großbauers. Halt nochmal. In dem Talkessel unterhalb der Treppe von den Feldern des Großbauerns? Vom Wein und zu den des Großbauerns. Ich habe aber falsch vorher, die sind so egal. Ich soll ihm die vergrabenen Kram bringen. Okay, also. Gut, das können wir jetzt sowieso nicht abschließen, ne? Weil wir halt einfach nicht auf die Insel kommen, weil er noch so ein blöder Lurker ist. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, schon 2 Sachen. Und die dritte Sache ist dann. Irgendwo in der Nähe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir schon relativ in der Nähe von der Waffe, die wir haben wollen. Und zu diesem komischen Banditenfestung mit Dexter. Die werden wir uns dann sicherlich mal versuchen, nächste Folge vorzunehmen. Wenn wir bis dahin kommen, wenn wir nicht wieder 1000 Mal kämpfen müssen. Bis denne!